Nein, das ist nicht die neue Xbox One und es ist auch nicht die PlayStation 4, aber unserer Meinung nach als PC-Spieler mindestens ebenso spannend, denn dies ist ein vollwertiger Spiele-PC von Alienware. Da ist eine GeForce GTX 670 drin, also die ganz normale Grafikkarte, kein Notebook-Grafikchip oder so, der abgespeckt ist, und ein Core i7 4770, also das Topmodell der Haswell-Generation. Und wir zeigen mal einen Praxistest, wie der sich schlägt. Im Windows-Leerlauf gibt es schon mal überhaupt keine Probleme mit den Temperaturen. Der Prozessor, alle Kerne bleiben hier deutlich unter 50 Grad, obwohl es mit dem ganzen Licht hier vom Filmteam relativ warm ist in diesem Zimmer. Die Grafikeinheit der GTX 670 bleibt auch bei 45 Grad. Die Leistungsaufnahme liegt bei ungefähr 46 Watt und das, obwohl der Prozessor, man sieht es vielleicht hier schon, der taktet sich gar nicht herunter. Also der i7 4770 läuft hier mit 3,9 GHz, obwohl er eigentlich gerade überhaupt nichts zu tun hat, wie man sieht. Also der Turbo-Modus ist permanent angelegt, ist halt etwas übertrieben, aber unterstreicht wahrscheinlich die High-End-Ausrichtung von Alienware. Und obwohl hier High-End-Gaming-Hardware in ein wirklich kleines Gehäuse gepresst wurde, ist der PC, wie man bei unserem Sohn-Messgerät erkennen kann, im Windows-Leerlauf relativ leise. Wir messen wie üblich aus 50 cm Entfernung, also beim Wohnzimmer ist man wahrscheinlich noch weiter weg. Und wenn ich jetzt gleich mal ruhig bin, dann pendelt sich die Lautheitsmessung auf ungefähr 1,2, 1,3 Zonen ein. Man sieht auch, dass in dem kleinen Gehäuse sonst alles eingebaut wurde, was man dringend braucht als Gamer. Also er unterstützt WLAN, Netzwerkanschluss gibt es natürlich trotzdem für Online-Spieler, die vielleicht nicht unbedingt WLAN nutzen wollen. Ein kleines Slot-In-Laufwerk, falls man das Spiel nicht auf einer Download-Plattform kauft, sondern von einer DVD installiert. Hier zwei USB-Anschlüsse, das ist USB 3.0. Also kann man auch größere Datenstellen übertragen. Und hier Kopfhörer und Mikrofon, ideal für ein analoges Headset oder ein Headset, das man vorne mit Mini-Klinke, Analoganschlüssen anschließen möchte. Und dass man mit dem X51 Gaming-System von Alienware nicht nur gut idlen kann, sondern auch zocken, das sieht man hier an Crysis 3, das hier mit höchster Detailstufe Full HD läuft und zweifacher Kantenglättung. Und man sieht schon, das läuft annehmbar flüssig. Und es sieht wesentlich besser aus als auf jeder bisher verfügbaren Konsole. Natürlich wird das System etwas lauter und auch heißer. Dafür ist die Grafikeinheit, die GPU, aber auch am Anschlag. Man sieht hier 99% GPU-Last. Das führt zu einer Temperatur von 85 Grad auf dem Grafikchip. Der Prozessor wird ebenfalls heißer. Der ist hier bei ungefähr 70 Grad im Schnitt. Und dementsprechend steigt auch die Leistungsaufnahme. Da haben wir gerade 228 Watt, das ist schon relativ viel, aber für einen Gaming-PC noch absolut im Rahmen. Beim Spielen steigt natürlich auch die Lautstärke. Allerdings sind rund 4 Zonen noch im Rahmen, besonders wenn man halt mit Lautsprechern spielt oder mit Kopfhörern, dann merkt man das gar nicht mehr so sehr. Ein echtes Silent-System ist das X51 mit dieser Hardware-Konfiguration natürlich nicht. Aber wie man schon sieht, man kann ganz problemlos spielen und man kann mich trotz der Lautstärke von 4 Zonen, die ja noch im Rahmen ist, wunderbar verstehen. Wenn man das System aufmacht, also man kann problemlos die Seitenwand entfernen, dann wirklich an die Innereien zu kommen, ist ein bisschen schwieriger. Aber man sieht auch hier schon gut, auf dem Core i7 4770 sitzt ein Boxkühler, ähnlicher Kühler, der allerdings die Luft nach oben rausbläst. Deswegen hier diese Plastikschale. Und hier hinten kann dann die warme Luft entweichen. Zwei RAM-Module, insgesamt 8 GB DDR3 1600 sitzen hier drin. Die Grafikkarte, kennt man schon, wird über eine Riser-Karte, also ein Riser-Adapter halt herausgeführt, damit sie eben hier hochkant steht, also quasi parallel zum Mainboard. Und es handelt sich um eine ganz normale GTX 670, also das ist keine Sonderanfertigung, kein Notebook-Chip. Ganz normale Grafikkarte, die man theoretisch auch tauschen könnte, wenn das neue Modell nicht zu lang ist. Hier sitzt das Slot-In-Laufwerk und man sieht schon, der Platz ist eigentlich gut genutzt, sogar ein WLAN-Modul ist drin.
Mit dieser Version des X51 von Alienware mit GTX 670 und Core i7 4770 bekommen Sie ein wirklich flottes Gaming-System, das nicht zu laut und nicht zu heiß wird, obwohl das Gehäuse ungefähr Konsolengröße hat. Und beispielsweise mit Steam Big Picture kann man damit auch wunderbar eine aktuelle Konsole ersetzen. Der Preis ist mit rund 1.400 € allerdings relativ hoch. Wenn Ihnen das Gehäuse, das größtenteils aus Plastik besteht und die zugegeben sehr hohe Leistung wert ist, dann bekommen Sie einen tollen gamingtauglichen Mini-PC, wie Sie einen eigenen Mini-PC zusammenstellen, der dann auch etwas leiser und günstiger ist, vielleicht nicht ganz so schnell, erfahren Sie im aktuellen Sonderheft über Mini-PCs.